Servus meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Assassin's Creed 3, der Remastered-Version sozusagen. Wir sind in Boston angekommen, wir haben Charles Lee getroffen jetzt. Ich habe ein langes Päusle natürlich wieder gemacht, ein zu langes Päusle. Aber ich bin fit. Ich dachte, nun, so lange bis er kommt, ich dachte... Ja, heraus damit. Vergib mir, Sir, Ich hatte gehofft, dass ihr mich unterrichtet. Wenn ich dem Orden dienen soll, kann ich mir wirklich keinen besseren Mentor vorstellen. Das ist sehr nett von euch. Aber ich glaube, ihr überschätzt mich. Unmöglich, Sir. Hier entlang. Dieb! Haltet den Dieb! Ich habe mich eigentlich gefragt jetzt gerade, was, wenn ich jetzt ihn aufgehalten hätte. Es gibt alles Mögliche zu sehen und zu tun. Wenn ihr eingewöhnt seid, solltet ihr euch Zeit nehmen und die Straßen ablaufen. Wer weiß, welche Möglichkeiten ihr entdeckt. Einen Moment, ich muss etwas besorgen, bevor es an die Arbeit geht. Ich besorge Pferde, während ihr das tut. Sehr schön. Richtiger Assassine. Ist er kein Assassine, oder doch? Verdammte Schnösel, diese Stadt wird noch mal mein Tod sein. Ihr scheint erregt, mein Freund. Weil ich es bin. Sehr, um genau zu sein. Was ist denn? Ich wurde beraubt, Gebinde und Ordner und... Obwohl ich bereits alles zurück habe, fürchte ich, es ist ruiniert. Ihr meint das Buch? Das ist kein ordinäres Buch. Es ist ein Almanach. Der erste, den ich schrieb. Benjamin Franklin, ist mir eine Ehre. Atham Kenway. Ihr seid sicher neu in Boston. Warum sagt ihr das? Ihr besitzt immer noch Anstand. Haltet an und helft einem alten Rüpel wie mir. Ich will euch nicht bedrängen, aber ihr scheint recht agil zu sein. Wenn ihr meine fehlenden Seiten finden solltet, belohne ich euch. Seht, ich bin nicht sicher, ob... Schon gut. Falls ihr Zeit dazu habt, hurra. Falls nicht, auch nicht schlimm. Im jetzigen Zustand ist es ohnehin nutzlos. Doch solltet ihr es schaffen, es wieder herzurichten, werdet ihr mich bei dem Händler dort drüben finden. Nun, das war interessant. So, es gibt... Auf die Gesetz! Die Zeitung in Boston! Danke! Für Freizeitsegler und Angelsportler, Porters kleine Werft hat das richtige Boot für euch! Kommt und besucht uns an Pier 3, hinter Healy's and Sons. Okay. Magistrat Burns bietet eine Goldgenie als Stress. Für Informationen. Jetzt hau da ab. Gut. Es gibt, wie gesagt, Seiten des Almanachs, wo man finden... Kuriermission. Ich will da mal kurz hingehen, nur zu gucken, was das bedeutet. Wir haben ja Zeit, wie gesagt, diesmal hier kann man es Zeit lassen, dann lasse ich mir auch Zeit. Ich soll Briefe übergeben. Ah, wieso nicht? Das ist jetzt nicht irgendwie... Etwas Großartiges. Zwei Briefe in Boston abgegeben. Ach, so zoomt man ran. Okay, ich hab's ein bisschen verkackt gerade. Da zoomt man ja nicht mehr mit dem Steuerknüppel, sondern man zoomt mit
R2 und N2. Wenn ich schon hier Briefe abgeben kann. Noch einen Brief abgeben? Interessant, so kleine Nebenmissionen zu machen. So. Keine Ahnung, habe ich gar nicht gesehen am Anfang. So ein bisschen kurz Boston kennenlernen. Schadet auch nicht, weil wir sind ja eigentlich nur zum Gewichtwarenladen eigentlich gehen kurz. Aber das können wir ja danach immer noch machen. Ein bisschen laufen, die lebhafte Stadt, das finde ich okay, so lebhaft. Das ist das erste Mal, wo es so richtig schön breite Häuser, breite Straßen, schön, toll. Ich liebe das. Habe ich auch bei Brotherhood gemacht, nicht bei Brotherhood. Verdammt. Vielen Dank. 500 erhalten, cool. Haben oder nicht haben, heißt es hier, ne? Eine kleine Mini-Mission. An alle Weber, der geschätzte Handwerker Peter Witzel, Grab ich rufe zur Demonstration seiner neuesten Webstühle. Juppi, toll. Gibt's so Mieze-Muschis hier? Weiß ich eigentlich gar nicht mehr. Wenn ich jetzt jeden Hund streicheln müsste, der mich anmeldet, gäbe es dafür mindestens eine Trophäe, die ich haben will. Rotröcke. Hi. Aber mit dir will ich nicht spielen. Dafür gibt es keine Trophäe. Tür öffnen. Wir sind angekommen. Schön, euch zu sehen, mein Herr. Hi. Handeln. Ich soll mir natürlich was kaufen. Und zwar eine normale Waffe. Ein normales Schwert. Um mich natürlich zu verteidigen. Sieht ein bisschen rostig aus, aber besser als gar nichts. Eine Feuerwaffe. Natürlich eine Steinschlosspistole. Mein Gott. So, jetzt will er natürlich, dass wir es ausrüsten. Alle möglichen Waren aus Westfalen gibt. Habe ich schon. Und sein bester Adler, der mir natürlich am besten gefällt. Das hat richtig schön alles im Überblick, nicht so dieses. So. Wir reiten zur Green Dragon Tavern. Die Besitzer sind exzentrisch. Doch die Zimmer sind geräumig und man stellt dort keine Fragen. Wurde euch gesagt, warum ich nach Boston gekommen bin? Nein, Master Birch sagte, ich bräuchte nicht mehr zu wissen, als ihr mir sagt. Er schickte eine Namensliste und bat mich dafür zu sorgen, dass ihr sie findet. Und hattet ihr schon Erfolg damit? Ah, William Johnson erwartet uns schon an Green Dragon. Wie gut kennt ihr ihn? Nicht gut, aber er sah das Zeichen des Ordens und zögerte nicht zu kommen. Beweist mir eure Loyalität und ich weihe euch in meine Pläne ein. Nichts wäre mir lieber, Sir. Ich glaube, das war das erste Assassin's Creed Spiel, was eigentlich richtig großartig war, weil es also groß, so flächenmäßig. Aber irgendwie wird nie erwähnt, dass einige sagen, oh, der und der ist eigentlich cool und. Willkommen in Boston. Französische Schmier, neue Waffe, Entermesser. Aber ich habe dafür gar kein Geld. So, Tür öffnen. Der Beginn der Mission. Du Lügner! Betrügner, nichtsnutziger Schweinehund! Kommen wir vielleicht ungelegen? Oh, seid nicht albern, meine Lieben. Setzt euch bitte.
Wollt ihr etwas essen? Einen Drink vielleicht? Oder braucht ihr ein Nachtlager? Wir haben schon Zimmer bestellt. Oh, ja, natürlich. Die Herren Lee und Kenway, nicht wahr? Ich lasse euer Gepäck nach oben bringen. Benötigt ihr sonst noch irgendetwas? Nur Ruhe. Natürlich. Ich glaube, ich sollte mal doch ins Geschäft vorbeigehen. Machst du fein. Oh, Hallöchen. So, William Johnson. Ein Vergnügen. Guter Junge. Vielleicht ein wenig ernst. Ich hörte, dass ihr eine Expedition zusammenstellt. Wir vermuten eine Stätte der Vorläufer in der Region. Mit eurem Wissen über das Land und seine Bewohner könnte ich sie finden. Leider wurden meine Forschungen gestohlen. Ohne sie kann ich euch nicht helfen. Dann finden wir sie. Habt ihr eine Spur? Mein Partner, Thomas Hickey, hat sich schon umgehört. Er versteht's gut, Zungen zu lockern. Dann sagt mir, wo ich ihn finde. Und ich werde die Dinge beschleunigen. Es gibt Gerüchte über Banditen, die südwestlich von hier ihre Basis haben. Dort solltet ihr ihn finden. Charles? Sir? Wir brechen auf. Natürlich. Ich wollte eigentlich nur gucken, ob ich eine Mission machen muss, wie jetzt zum Beispiel... Hat's da vorne nicht reflektiert irgendwie hier? Ich kann mit dem nur reden, ne? Aber da wird mir wahrscheinlich nur erzählen. Kindheit, dies, das. Red doch jetzt. Erzählt mir von euch, William. Da gibt's nichts. In Irland geboren, katholische Eltern. Und ich merkte schnell, dass man damit keine großen Chancen hat. Also wurde ich Protestant und reiste auf Geheiß meines Onkels hierher. Doch ich fürchte, mein Onkel Peter war nicht der klügste Kopf. Er wollte mit den Kanyen-Kahaka Geschäfte machen, doch er hat sein Haus lieber fernab der Handelsroute gebaut und nicht auf ihr. Ich wies ihn natürlich darauf hin, aber... Wie gesagt, nicht der Klügste. Also nahm ich all mein Geld zusammen und kaufte mein eigenes bisschen Land. Ich baute eine Farm, ein Geschäft und eine Mühle. Zwar sehr bescheiden, aber in guter Lage. Und das macht den Unterschied. So machtet ihr Bekanntschaft mit dem Mohawk. In der Tat. Und eine äußerst wertvolle dazu. Doch keiner eurer Kontakte kennt eine Stätte der Vorläufer? Kein versteckter Tempel oder antike Bauten? Ja und nein. Das soll heißen, sie wissen von diversen heiligen Orten. Erdhügel, Waldlichtungen, Höhlen. Doch keiner passt auf eure Beschreibung. Aber nichts aus Metall und kein Leuchten. Sie liegt also gut versteckt. Sogar für sie scheint es. Ärgert euch nicht, Freund. Ihr bekommt euren Schatz der Vorläufer. Versprochen. Dann oh, verdammt, Moment. Auf baldigen. So. Machen wir mal weiter. Großartig gelabert hat er ja jetzt. Ich glaube nicht mehr, dass er mehr zu erzählen hat. Ich glaube, der wiederholt sich jetzt noch des Öfteren, ne? Sollte nicht mehr lange dauern. Ich sage Bescheid, sobald ich etwas weiß. Okay. Gut, mehr hat er leider nicht zu erzählen. Oder will uns nicht mehr erzählen. Gibt es ja noch tolle Sachen irgendwie? Natürlich müssen die unbedingt vor meiner Haustür jetzt Gras mähen. Na gut, schadet ja auch nicht. Ist jetzt so schlimm.
Hallöchen. Thomas Hickey? Wer will das wissen? Hathan Kenway. Müsste ich euch denn kennen, hä? Zeig etwas Respekt, Bursche. Ruhig, Charles. William Johnson schickte uns in der Hoffnung, eure Suche zu beschleunigen. Braucht keine Beschleunigung. Und auch nichts von eurer feinen Londoner Art, danke. Ich habe die Diebe längst gefunden. Warum hängt ihr dann faul hier rum? Ich überlege, wie ich die Halunken klein kriege. Ich habe eine Idee. Lasst hören. Ich töte den Auskuck und beziehe Stellung hinter den Wachen. Ihr beiden kommt von vorne. Sobald ich das Feuer eröffne, stürmt ihr rein. Damit haben wir das Überraschungsmoment. Die Hälfte wird fallen, bevor sie merken, was geschehen ist. Geht in Position, aber wartet, bis ich den ersten Schuss abgebe. Problem ist jetzt, im Überraschungsmoment gibt es jetzt keinen. So viel zum Überraschungsmoment. Vergessen mal wieder zu kontern. Immer wieder, dass es anders hier geht. Was nun? Damit können wir das Tor sprengen. Na los, schieß drauf! Ich habe keine Muskete jetzt in der Hand. Die Vorstellung geht weiter. Wir waren wohl doch nicht so sicher da drin. Ein paar Leute plündern. Plündern könnt ihr noch, sobald wir Johnsons Dokumente haben. Ja, Meister. Aber ich plünder. Oh. Legt die Waffen nieder und ich lasse euch vielleicht am Leben. Dasselbe Angebot mache ich euch. Von euch will ich nichts. Nur diese Kiste dem rechtmäßigen Eigentümer zurückgeben. An Mr. Johnson ist nichts rechtmäßig. Ich frage nicht noch einmal. Verstanden. Das Gute ist, er hat eine Waffe jetzt gezogen. Ihr habt keine Verwendung für Bücher und Karten. Wer hat euch beauftragt? Ich habe keinen gesehen. Hab immer nur anonyme Briefe erhalten. Aber sie zahlen gut, also erledigen wir es. Nun, diese Tage sind vorbei. Richtet das euren Auftraggebern aus. Was sage ich, wer ihr seid?
Sagt nichts. Sie wissen es. Hey, Fam! Der hier hat noch Munition. Die solltet ihr besser mitnehmen. Eure Pistole ist ja schließlich leer. Schon mal nachgeguckt, wie viel Schuss ich hab? Dragon. Ich brauche einen Drink. Vorsicht, die Herren! Gesellschaft! Passt auf die Truhe auf, Charles. Wir kümmern uns um die Garten. Den kommt dann hier noch nicht hin. Halt! Die Leichen haben sicher auch Taschen. Wäre doch eine Schande, da nicht reinzuschauen. Seid ihr verrückt? Falls ihr es vergessen habt, wir haben etwas zu tun. Ach, was müsst ihr mir nur immer den Spaß verderben? Ich weiß gerade nicht, wo lang es nur geht. Ich glaube, hier lang. Oh. Ich hab Eier weggeschossen. Ach, na kommt. Sind nur ein paar Teufel mit Messer. Nichts Besonderes. Diese Halunken habe ich auch nicht gemeint. Die nächsten warten hier. Cool dazu. Na? Oi! Mr. Johnson muss nach all dem schon mehr Geld abdrücken, wenn er möchte, dass ich bei ihm bleibe. Bitte schön. Habt Dank, Master Kenway. Nun, sagt mir, was ihr benötigt. Die Bilder auf diesem Amulett, kommen sie euch bekannt vor? Habt ihr so etwas vielleicht bei einem der Stämme gesehen? Es scheint von den Kanyen Kehaka zu sein. Könnt ihr es einem bestimmten Ort zuordnen? Ich muss wissen, wo es herkam. Mit meinen Forschungen vielleicht. Mal sehen, was ich tun kann. Thomas. Was? Mietet euch ein Zimmer. Und gönnt euch ein Bad. Wir werden wohl eine Weile hier sein.
Ja. Habe ich 100% eigentlich? Also so, ja. 100% kann man falsch sagen. Volles Prozentiert eigentlich hier. Aber wenn ich 100% sage, wisst ihr ja, glaube ich, was ich meine. Oh, hier ist ein bisschen lebhaft geworden. Ich glaube, jetzt erzählen wir mal, reden wir mal kurz noch mit den zwei, bevor wir die nächsten Parts starten. Hoffentlich habt ihr recht, Haytham. Ich gehe dann wieder an meine Arbeit. Erzähl mal, laber mal mit dem. Gibt's was? Was mein Sir flüstert. Nichts Handfestes momentan. Ich weiß, ihr interessiert euch für ungewöhnliche Dinge. Wie alte Tempel und Geister und Geschichten aus grauer Vorzeit. Aber bis jetzt haben meine Jungs nichts aufgeschnappt. Keine Gegenstände oder Artefakte, die durch euren Schwarzmarkt wandern? Nichts Neues. Ein paar alte Waffen, etwas Schmuck, jedoch nur gemeines Diebesgut. Ich sollte ja auf Gerede über Leuchten, Summen und Vision achten, oder? Und davon ist nichts zu hören. Bleib dran. Oh, werde ich. Ihr habt mir sehr geholfen, Mister. Und diese Schuld werde ich begleichen. Dreifach, wenn es sein muss. Danke euch, Thomas. Ein Schlafplatz und etwas zu essen ist Dank genug. Sorgt euch nicht. Ich werde schon etwas finden. Na denn. War das schon alles, wenn ich mal mit dem reden kann? Wenn ich etwas weiß, werdet ihr es auch wissen. Okay. Gut, wir machen... Ich gehe kurz mal nach draußen. Ich will ein bisschen mal so durch Boston laufen, wenn ich schon die Gelegenheit habe. Ihr werdet auf jeden Fall nichts verpassen. Keine Angst. Ich möchte gerne Boston ein bisschen kennenlernen, gucken, was es für Waffen gibt, ob man schon andere Waffen holen kann. Weil ich habe natürlich im Ubisoft Club natürlich mir wieder, glaube ich, da so ein bisschen Quatsch geholt. Aber das sehen wir ja dann gleich. Allerdings seht ihr ja dann im nächsten Part. Also, bis gleich.